Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil für die Switch. Und ja, wir haben jetzt hier sozusagen alles erledigt und haben jetzt einen neuen Schlüssel bekommen fürs Herrenhaus. Und zwar den Heldenschlüssel. Und jetzt werden wir nochmal zum Herrenhaus zurücklaufen und gucken, wofür den wir nutzen können. Los geht's. So, hier geht's raus. Gucken, ob ich alles dabei habe. Schlüssel, Waffe, genau. Die rüsten wir einfach mal aus. Sicher, ne? Los geht's. Oh. Ich würde sagen, es kommt eine Zwischensequenz. Wesker. Jill. So you're safe. That's what I was going to say. I apologize. It was all I could do to protect myself against those strange creatures. I understand. Anyway, it's good that you're safe. Did you notice? Barry, you sounded a little flaky. Now that you mention it, yeah. I'll keep a close eye. Maybe it's quite natural under these circumstances. It's not really our standard operation. Jill, our first priority is to get out of here. I agree. There are still rooms in that mansion we can't get into because they're locked up. I've been looking for ways to... Okay, if there's anything, I'll go back to the other mansion. I'm counting on you. Okay, ja, wir gehen zurück zum anderen Haus. Gut, wir gehen zurück zum anderen Haus. Hat er uns ja auch gerade gesagt, sozusagen, durch die Blume. Und schauen wir mal, was es da sich so ergibt. Warte, ich stelle mal kurz mein Mikro ein bisschen anders ein hier. Zack, so. Oh, jetzt müssen wir hier wieder rüber und dann werden wir wieder angegriffen, wie immer. Obwohl, die Pflanze ist doch eigentlich tot, ne? Wir müssen uns eigentlich nichts mehr tun können. War nicht verkehrt. Ja, gut. Wie kommen wir denn wieder zurück ins Herrenhaus? Muss ich mal kurz gucken. Okay, nach links und dann um die Ecke. Hui! Da geht's auf jeden Fall längs. Ach, ich glaube, ein kleines Stückchen zum Herrenhaus, ne? Oder? Nicht verkehrt. Muss ich gerade gucken? Ja. Das ist schon echt ein Stückchen. Versuchen wir mal. Die Wege denn? Was soll ich die Wege sein, ne? Laufen wir mal. Die Schlangen fallen hier nicht mehr runter. Die zu Beginn. Durch. Scheiße, ich dachte, er ist tot. Was ist los? Ah! Scheiße. Komm, die Hunde waren wieder her. Oh, das gibt's doch nicht. Das ist nicht euer Ernst. Och, kacke, ey. Diese Scheiße nochmal antun. Das ist doch bescheuert. Okay, wir müssen ein bisschen mehr Munition mitnehmen, glaube ich. Machen wir jetzt. Ärgerlich. Gut, müssen wir den ganzen Weg nochmal laufen. 4 Minuten umsonst. Wir müssen einen anderen Speicherraum auf jeden Fall. Das ist wichtig, den müssen wir gleich nochmal aufsuchen, den Speicherraum. Machen wir aber auch. So, komm schon. Besiegen Sie die Angst und überleben Sie. Ja, das tun wir ja. Komm schon. So. Da raus. Scheiße, ey. Bin ich ein Köter. Hab ich noch auch die Handfeuerwaffe mit, dann schießen wir ein paar Mal auf die und die andere Waffe auch. Die sind ein schnell, die Handfeuerwaffe. Können wir überspringen? Und überspringen? Ja, können wir, okay. Super. Gut.
So, noch einmal in den Raum rein hier mit der Truhe. Gucken, was wir da noch mitnehmen können. Wir brauchen ein bisschen Waffen, brauchen wir, glaube ich. So, wir haben nämlich nur 3 Schuss da oben. Pistole nehmen wir mit. Mal noch mitnehmen hier. Ich auch nochmal mit. So, ruhiger das Blut jetzt. Wollen wir diese Verteidigungswaffe mitnehmen eigentlich? Nein, geh doch mal rein. Wir alle Waffen mitnehmen hier. Selbstverteidigung, da ist nur ein Schuss drin, ne? Was soll's, nehmen wir auch noch mit. So. Hier raus. Dann nochmal den ganzen Weg da zurück. Hier ist auch diesen Weg. So, den Hund gleich abknallen da. Wenn er auf dumme Gedanken kommt. Ja, den Weg können wir noch laufen, weil da können wir die Waffe schon mal einstellen. Auch besser mit den Hunden die Waffe, die Pistole zu benutzen. So, da saß ja gleich der eine. Da sind 2 Hunde, das haben wir schon gesehen. Und den einen aber nochmal abschießen da, damit er gar nicht erst nervt. Super. Oh Mann! Hast du diese Türen? Oh. Ficktöle, ey. Ficktöle. Muss ich mal. Oh gut, das verballert auch. Und dann. Ein durstiges Wesen schwimmt im Wasser rum. Ein durstiges Wesen? Die Batterie wurde entnommen. Okay. Die Stromversorgung findet auf. Okay. Das ist wahrscheinlich die hier oder die Batterie, die wir brauchen. Na gut, können wir hier nichts machen, so viel. Also, können wir da einen Wasserfall durch? Ein Toter, dahinter scheint etwas zu liegen. Ja, okay, kommen wir nicht durch. Müssen wahrscheinlich das Wasser auch noch ausschalten, irgendwie. Mal hoch. Gerade gucken. Scheiße, was ist denn mit den ganzen Schlangen hier los, ey? Alter! Tja, haben wir auch keinen Antidot mehr, wollte ich gerade sagen. Wir sind auf jeden Fall vergiftet, ne? Scheiße. Okay. Ja, aus wie ein Springbrunnen, aber es fließt kein Wasser. Noch irgendwas? Oder nicht? Ich darf mir lieber nicht so weit rumlaufen mit dem vergifteten Arm hier. Kommen wir nicht durch.
Scheiße, ey. Fehlen wahrscheinlich noch an Gift. Wie geil ist das denn? Ah, hier. Da nimm es mit. Oh Mist, warte mal. Ja. Halt, aber nicht unser Gift, oder? Nee, das hält nicht unsere Vergiftung. Das hier? Können wir mitnehmen? Säuregeschosse. Das ist ja scheiße, wieder was anderes. Das ist ganz anderes. Oh Mann. Hier können wir erstmal nicht mitnehmen. Aber das müssen wir, glaube ich, mitnehmen hier. Hat wieder Barry irgendwas geschrieben da? Schütze dich damit vor gut fürs Ding. Ich bin vorgegangen und habe diese dämliche Türe bereit, Barry. Huh? What's the Stars Radio doing here? Okay. Let's hope the thing still works. Wir haben ein Funkgerät gefunden. Scheiße. Oh. Fickviech, Alter. Okay, wir müssen vergiftet, wir müssen entgiftet werden, ne? Öffnen? Verschlossen. Okay, irgendwie. Gehen wir längs. Da können wir längs gehen, dann kommen wir auf jeden Fall zur Schreibmaschinen-Inventarbox. Ich glaube, wir haben da kein Antiserum, oder? Trotzdem gehen wir da hin. Was hier? Ja, hier war das. Nein! Oi! Kein Schuss mehr! Oh! Nein! Scheiße, ey! So, da wären wir wieder. Jetzt gehen wir direkt hier rein. Ich habe jetzt den Granatwerfer ausgewählt. Dann können wir ihn einmal wegflanken und dann Waffe wechseln und den nächsten nehmen. So schnell die andere Waffe nehmen. Nein! So. Blödes Viech, ey. Puh. Ja, der ist erledigt. Schauen wir hier rein. Okay, das hat wehgetan. Zumindest für ihn. Sonst nicht so. Dann wieder im Herrenhaus. Ich würde behaupten, wir speichern wir gleich auch nochmal. Obwohl. Wir können auch nicht speichern mit drei Dingern. Naja, es geht eigentlich. Was müssen wir wieder reinlegen hier, das Zeug? Ich hier nochmal. Aber ich kann einmal hier nachladen. Ja, warte. Achso, warte, müssen wir kombinieren, ne? So. Mal wieder einfach frei. Ein Erste-Hilfe-Ding. Und noch ein Schuss hier in der Schrot.
Okay, wir müssen aber gucken, dass wir hier noch ein bisschen Munition mitnehmen. Aber wir speichern doch noch einmal, ist mir sicherer. So, wir speichern hier nochmal. Und jetzt können wir ja definitiv mal ausprobieren, wofür die noch alles benutzen können, den Schlüssel. Hier gibt es, glaube ich, auch noch ein, zwei. Linker. Gucken wir auf die Karte kurz. Genau oben. Ich meine, hier oben gab es eine Tür, ne? Hoch. Erstmal die Schrotflinte lieber ausrüsten. Ich meine, das war diesem Kaminzimmer, wo wir waren, mal, ne? Genau, das Kaminzimmer. Und hier ist ein Schlüssel, können wir benutzen. Yes. Da nochmal rein. Mhm. Oh. Okay. War clever, aber ach, okay, man kann auch hier links gehen. Okay. Da ist ein Schalter. Da ist ein Schalter. Die Statue muss geschoben werden. Aber wo soll die stehen? Kann man weiterschieben? Hä? Warte mal. Bringt mir das dann, wenn ich jetzt hier drauf drücke? Ah, geh doch mal da rein. Steuerung ist echt der Horror. Ah, okay, warte. Okay, die Statue muss da nach links rein. Ah, okay. Müssen wir nochmal zurücklaufen? Diese Steuerung macht mich fertig. Ah, okay, guck mal. So. Eine Batterie, die nehmen wir mit. Noch mehr. Vor ihren Füßen ist ein Loch. Wir können nicht weit hineinsehen. Mal gleich mal runtergehen. Eagle of South of Wolf. Nehmen wir mit. So, kommst du mal an. Hier ist ein Schlüssel drin. Oh. Ist eine Medaille im Buch versteckt. Hat er gefunden im letzten Buch, Band 1. Dafür eine besondere Verwendung? Weiß ich nicht. Das hier? Ich kann nicht entkommen. Ich habe alle Fluchtwege erschöpft. Ich sitze in der Falle. Ich war überall. Das Labor mit den großen Glasgefäßen voller Formaldehyd und die finsteren, feuchten und unheimlichen Höhlen. Was kann ich tun? Das wollte ich meinen Augen nicht trauen, aber der vertraute, hoch,
hackige Schuhe im Korridor. Es war wie ein Reflex. Sofort kam mir ein Name in den Sinn. Jessica. Ich will nicht glauben, dass sie mein Schicksal teilen. Nein, ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ich muss hoffen, dass sie leben. Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen und getrunken. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Warum widerfährt mir das? Warum muss ich diesen elenden Tod sterben? Ich war nie besessen davon, dieses schreckliche Haus zu entwerfen. Ich hätte es besser wissen sollen. Es war ein finsterer und feuchter unterirdischer Tunnel. Wieder eine Sackgasse, aber selbst in der Dunkelheit sah ich etwas. Vorsichtig zünde ich mein letztes Scheit an. Ich musste es genau sehen. Ein Grab. Und tief in den Stein gemeißelt, mein Name. In dem Moment wurde mir alles klar. Diese Schweine wussten von Anfang an, dass ich hier sterben würde. Und ich bin ihnen in die Falle gegangen. Aber nun ist es zu spät. Ich werde verrückt. Alles ist so weit weg. Jessica, Lisa, verzeiht mir. Durch meinen Ehrgeiz würdet ihr diesen verdammten Verschwörung verstrickt. Verzeiht mir. Möge Gott mein Leben für eure Sicherheit nehmen. Mein Name ist in den Grabstein graviert. George Trevor. Da ist ein Schalter. Drücken wir auch mal. Okay. Halt, wir haben keinen Schuss mehr, ne? Nee. Eieiei. Also, die müssen wir anders. Ich. Na gut. Okay. Gab's hier noch irgendwas? Nee. Irgendwas? Nee. Ah, guck mal, ne. Ah, warte. Und die andere Waffe. Sicher ist sicher. Ich möchte jetzt nicht hier unten einen grausamen Tod sterben. Quatsch. Hat er mich vergiftet? Das gibt's doch gar nicht. Was ist das denn hier? Eine Karte? Hat mich das Viech noch vergiftet? Ey, es könnte kotzen. Mehr Bier können sie nicht tragen. Scheiße! Achso, warte mal. Das ist gar nicht so schlecht. Wir können ja einmal verwenden. Mit. Dann können wir unser Gewehr immer aufladen. Auf jeden Fall irgendwas, was uns entgiftet. Scheiße. Aber wie finden wir irgendwas? Läuft irgendwas. Kommt's auf mich zu? Oh, oh nein! Wieder so einer. Okay, los, komm. Ich krieg's auch ein. Mal die Pflanze hier nehmen. Muss ein bisschen entgiften. Da. Hier liegt noch ein Messer. Heilungsmesser mitnehmen.
Immer noch. Drei. Langsam wird's eng hier. Noch eine Tür. Ah, Kommunikation. Hier. Also gucken wir auf die Karte kurz. Die haben wir jetzt ja gerade eingesammelt. Ob wir die Tür aufmachen können hier? Wir haben die Tür aufgeschlossen. Wir gehen mal rein. Ach, jetzt sind wir... Jetzt sind wir in der Küche. Okay, dann gehen wir raus. Hier kennen wir den Weg. Gut. Man kann durchs Wasser gehen. Da sieht nach Stromversorgung für den Aufzug aus. Die Hauptsicherung ist durchgebrannt. Auswechseln? Ja. Stromversorgung scheint wieder zu funktionieren. Okay. Welcher Fahrstuhl? In der Küche? In der Küche ein Fahrstuhl? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, ich glaube, da war einer, ne? Bin ich hundertprozentig sicher. Stimmt, hier war der, ne? Nutzen wir den Fahrstuhl mal. Geil, ist hier drin. Weg, haben wir noch einen Schuss? Den haben wir noch. Noch mehr? Wollen wir aussammeln? Ja. Ja, andere können auch noch mit. Noch ein. Ah! Mann! So. Gar nicht so einfach. Das Spiel gar nicht einfach. Gut. Ich würde sagen, hier machen wir eine kleine Pause und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, tschüss.